Ja, und Basti stand hier gerade noch kopfschüttelnd neben mir. Kannst du es eigentlich auch nicht so richtig glauben, dass wir tatsächlich ausgeschieden sind oder doch? Na gut, jetzt glauben kann ich schon. Ich bin halt echt enttäuscht und schockiert. Wie das verlief heute, auch das Spiel an sich. Klar hatten wir total viele Torchancen, aber wie es dann auch gelaufen ist, wie der Spielverlauf war, sehr unruhig alles und dass man eben abhängig ist von anderen Mannschaften, dass auch mal was schief gehen kann, das ist klar, aber insgesamt das Auftreten der Nationalmannschaft, das ist zu wenig und das reicht nicht und deswegen sind wir ausgeschieden. Und du hast auch schon Mitte zweiter Halbzeit gesagt, irgendwie deutet hier alles auf dem Ausscheiden hin. Genau, ab der Minute 35, nachdem wir die große Möglichkeit von Fuhler hergegeben haben und Manu Neuer den Superheld, ab da hat sich das Spiel sofort verändert und die Costa Ricaner haben daran geglaubt, dass sie eine Möglichkeit haben, hier Deutschland zu schlagen. Und das war ja ähnlich so wie gegen Japan. Und dass wir es da nicht schaffen, ja, mal die Ruhe zu haben oder das Spiel einfach mal zu kontrollieren und nicht den Gegner diesen Glauben geben, davon bin ich enttäuscht. Das hatten wir früher nicht. Da haben wir den Gegner dann nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Aber jetzt haben wir es irgendwie immer wieder so geschafft und wie vorm Spiel auch gesagt, also wir haben die Gegner heute auch wieder eingeladen, auch wenn wir tausende Torchancen hatten und die Statistik spricht für uns, aber das grundlegende Problem ist, dass wir den Gegner oft einladen und der nutzt es aus und macht die Tore und bringt uns in Schwierigkeiten. Also Riesenenttäuschung bei Bastian Schweinsteiger, Riesenenttäuschung sicherlich auch bei Thomas Müller.